Welche Probleme hat ein Unternehmer? Ich coache jetzt seit über 26 Jahren unterschiedlichste Menschen, hauptsächlich aber Unternehmer. Und alle diese Unternehmer sind ja mit ihren Problemen zu mir gekommen. Und hier siehst du in der Übersicht die 7 Probleme, die Unternehmer hauptsächlich immer wieder haben. Die haben alle mehr oder weniger dieselben Probleme. Und wie gesagt, ich weiß das wirklich aus Erfahrung, also aus Tausenden von Gesprächen. Problem 1. Wie soll ich mein Unternehmen bauen? Also in welcher Branche, in welchem Feld, in welcher Nische? Problem 2. Menschen sagen mir, ich habe nicht wirklich einen Plan, wie ich ein Unternehmen bauen soll. Problem 3. Ich weiß nicht, mit welchem Material ich meine Firma bauen soll. Also mit welchen Mitarbeitern, was brauche ich wirklich und welche Produkte sollten wir herstellen, welche Produkte sollten wir verkaufen? Viertens, die meisten Unternehmer befinden sich in einem schrecklichen Hamsterrad. Sie haben ganz schnell viele eilige Dinge zu tun und viele Feuer zu löschen. Und sie kommen nicht wirklich dazu, ein richtig solides Haus zu bauen. Wir können uns das so vorstellen, als wenn die meisten Unternehmer einfach anfangen, am Anfang so ein Zimmer zu bauen. Einfach so, ohne Plan. Und nicht unbedingt mit dem richtigen Material. Und irgendwann sagen sie, oh, das Zimmer ist ja ganz gut geworden. Jetzt möchte ich noch ein Badezimmer haben, ich möchte noch eine Küche haben, ich möchte noch ein zweites Stockwerk haben, weitere Zimmer, vielleicht auch ein Dach. Und das sage ich ohne Häme. Die meisten Unternehmer bauen ihr Unternehmen nicht wie ein Haus. Denn für ein Haus bräuchten sie einen Architekten. Da muss man auch mal ein bisschen rechnen. Wir bräuchten einen Bauplatz. Wir müssen wissen, wo wir bauen. Und dann müssen wir überlegen, mit welchem Material machen wir das am besten. Und dann würden wir das Haus planen. Wir würden natürlich nicht mit einem Zimmer anfangen, sondern wir würden erstmal das Fundament bauen. Und genau das ist das nächste Problem. Problem 5. Es stellt sich heraus, dass die meisten Unternehmer gar kein Fundament haben. Das Fundament ist und bleibt, bitte merkt ihr das unbedingt, eine OVS, eine optimale Verkaufsstrategie. Eine OVS ist das Fundament. Sag mir eine Firma, die ein OVS hat und ich zeige dir eine profitable Firma. Zeig mir eine Firma, die keine OVS hat und ich zeige dir eine Firma, die immer und immer wieder um ihre Existenz kämpfen muss. Immer mal wieder. Problem 6. Die meisten Unternehmer wollen ihr Unternehmen selber bauen. Und auch hier wieder die Parallele zum Hausbau. Hey, kämen wir denn auf die Idee, unser Haus selber zu bauen? Hallo? Selbst wenn wir handwerklich begabt wären, wäre es doch die größte Zeitverschwendung. Du kannst nicht Eisenflechter, Betongießer, Maurer, Elektriker, Installateur, Putzer, Dachdecker, Architekt und alles sein, alles in einer Person. Das kannst du nicht alles in einem sein. Hey, warum versuchen wir das dann mit unserer Firma? Warum wollen wir die Firma selber bauen? Ich mache dir ein Geständnis. Ich habe das auch getan. Ich habe auch versucht, meine Firma selber zu bauen. Und ich sage bewusst versucht, denn das ist infantil und auf gar keinen Fall schlau. Lass mich anders sagen. Ist blöd. Kommen wir noch einmal zu unserem Vergleich mit dem Hausbau. Wenn wir versuchen, unser Haus selber zu bauen, ja, dann kann uns das möglicherweise sogar gelingen. Ich kenne irgendwo in den Hügeln, in manchen Gebirgen, kenne ich Bauern, die haben sich ihr Haus tatsächlich selber gebaut. Ist nicht wirklich schön geworden? Und sie hatten auch Hilfe von einem Bruder, der das kann, aber im Wesentlichen haben sie es selber gebaut. Aber es ist niemals so schön, als wenn es von einer Fachfirma erstellt würde. Also, ja, wir können es möglicherweise schaffen, aber wir bräuchten erstens endlos lange. Wir müssen uns hier alles selber beibringen. Und zweitens, wird nicht schön. Und wenn wir dagegen einen Architekt nehmen und dann die besten Gewerke verpflichten, ja, dann können wir ein Traumhaus in 12 bis 18 Monaten fertigstellen lassen. Ein herrliches Haus, ein großes Haus, ein würdiges Haus, ein schönes Haus. Ein Haus, in dem wir uns richtig wohlfühlen. Und eben weil die meisten Unternehmer diese 6 Fehler machen, über die wir gerade gesprochen haben, ergibt sich der nächste entscheidende Fehler. Problem 7. Die meisten Unternehmer gehen pleite. Ja, und das ist dann leider das Ende. Aus. Vorbei. Denn die meisten Unternehmer, die pleite gehen, die haben lange an Schulden abzubezahlen. Tatsächlich gehen 80% aller Unternehmer pleite in den ersten 5 Jahren. Das sind 80 von 100.
Und von den 20, die die ersten 5 Jahre überleben, gehen nochmal 16 pleite in den nächsten 10 Jahren. Hey, das ist schlimm. Also, wie machst du es richtig? Der große Durchbruch lautet nicht wie, sondern wer. Nicht wie, sondern wer. So, das müssen wir erklären. Die meisten von uns sind ja in der Mittelschicht groß geworden oder als Arme. Die wenigsten von uns hatten wirklich reiche Eltern, ich nicht. Und das, was die Armen lernen, ist, rücke auf in die Mittelschicht. Und was die Mittelschicht lernt, ist, wie. Sie lernt, wie man etwas macht, wie man etwas umsetzt, wie man Diktat schreibt, wie man eine Klausur besteht, wie man Abitur macht, wie man eine Lehre durchläuft, wie man sein Studium meistert, wie. Deswegen werden die Angehörigen der Mittelschicht in der Regel Angestellte oder Freiberufler. Denn Angestellte arbeiten für andere, Selbstständige und Freiberufler arbeiten für sich selbst. Aber alle lernen wie. Der große Durchbruch ist, hör auf zu fragen, wie etwas geht. Frag stattdessen, wer weiß es? Wer kann es tun? Wo ist der Superstar, der es tun kann? Wo ist der Superstar, der weiß, wie es geht? Wie es geht, weiß der Superstar. Und du musst nur wissen, wo findest du diesen Superstar? Das sind ganz andere Fragen. In dem Moment, in dem du dir in deinem Leben konsequent diese Frage stellst, erlebst du den größten Durchbruch, den du überhaupt nur haben kannst. Wer statt wie? Das meine ich mit dem Bild vom Hausbau. Nicht selber bauen, sondern Experten engagieren. Du musst nur wissen, wen engagierst du. Nicht selber lernen, wie man baut, sondern ein Meister darin werden, die richtigen Handwerker zu finden, die verlässlich sind, die ehrlich sind, die super bauen. Das musst du können. Du siehst hier eine Skizze. Du stehst hier und du hast 2 Möglichkeiten. Wenn du dich auf das Wie konzentrierst, dann bleibst du in einem Netz von unterschiedlichen Problematiken und Strategien hängen mit deinem Blick, mit deinem Fokus. Du verlierst dann deine Vision aus den Augen. Du bist so gefangen von dem Wie, dass du die Vision nicht mehr siehst. Dagegen, wenn du auf das Wer schaust, also wer es für dich tun kann, musst du dabei immer die Vision im Auge behalten. Du musst den Fokus auf der Vision gerichtet halten, denn dann weißt du genau, wer es für dich tun kann. Ganz anders. Wie lässt dich hängen bleiben, lässt dich stagnieren, lässt dich ganz einfach nicht weiterkommen? Das Wer bringt dich voran, weil du den Fokus immer im Auge behalten musst und das auch leicht kannst. Ich weiß genau, wovon ich spreche. Ich war ja jahrelang Experte. Und das ist immerhin schon ziemlich gut, weil Experten lernen, ihr Wissen zu vermarkten, ohne selber präsent zu sein. Hey, ich habe damit viel verdient. Ich bin in vielen Teilen der Welt sehr bekannt geworden. Ich war in vielen Listen der Welt, in Ländern dieser Welt, auf Platz 1 mit meinen Büchern. Also es ist schon gut. Und ich tausche nicht mehr Zeit gegen Geld, sondern ich packe mein Wissen in ein Produkt und verkaufe das. Zum Beispiel Bücher oder Videokurse. Und daran verdienen wir immer wieder. Das ist wirklich schon gut. Aber der große Durchbruch als Unternehmer ist etwas ganz anderes. Weg vom Wie hin zum Wer.